So, wie machen wir das hier? Wir rüsten schon mal den Boomerang aus. Ja, wo müssen wir lang, Leute? Saastrada! Also, ich bin es, der Dorfälteste Saastrada. Ein guter Rat von mir. Schaust du in den verließenen Zauberspiel, kannst du zum Eingang zurückkehren. Ah, ja, so war das also. Vielen Dank, Saastrada. Sehr nützlich, deine Tipps, die sind. Na, war es richtig? Sag, komm, mach es richtig. Ach, hier konnte ich sowieso umstellen, ne? Okay, dann ist sowieso egal. Hi. Wow, du. Was? Wie hast du das gemacht? Sehr seltsam. Ich habe sowieso alle Pfeile noch, oder? Ne, einen habe ich verbraten. Okay, hier brauche ich. Ich brauche den großen Schlüssel, sehe ich gerade. Komme ich das Teil denn? War es doch links erst? Schon zu lange her. Zu lange her. So. Nun müssten wir richtig sein. Sieht zumindest richtig aus. So, Leute. Den Schlüssel habt ihr echt gut bewacht, muss ich schon sagen. 1A Monster. Also euch macht niemand was vor. Das steht schon mal fest. Ich denke, diese Monster sind so untypisch irgendwie. Keine Ahnung. Sind nicht Zelda-like, finde ich. Das ist so ein Dinosaurier halt, ne? Schützt mich die Krüge? Nein. Oh, komm. Müssen wir echt das so machen? Das ist nervig. Hoffentlich müssen wir nicht nochmal in diesen Raum. Ja, super gemacht. Spitze, super mitgemacht. Und nun kommen wir zur nächsten Kachel. Und das sind die letzten zwei, ne? Danke. Richtig nervig, richtig nervig. So, ich lasse das jetzt mal unten. Kann ich das sowieso wieder umstellen? Das machen wir mit dich fertig. En garde. Lass mich einfach hier vorbei. Dankeschön, lieber Wurm. Du warst ein sehr lieber Wurm. So, ich mache dich gleichzeitig fertig. Eigentlich sollte das geklappt haben, aber. Manchmal muss man doch ein bisschen. Oh, ich hab's eingesammelt, ne? Perfekt. Was ist das denn hier für eine komische. Ich nur am Meckern bin gerade, ne? Der große Schlüssel, ich fasse es. Er ist es tatsächlich. Ein Grund zum Feiern. Geil, ey. Einmal so eine große Ampulle und einmal so eine Mini-Ampulle. Ja, das war nicht klug hier von mir gerade, ne? Das war super klug von mir. Und jetzt können wir aber einfach hier vorbeigehen, oder? Naja, ist sowieso alles noch kaputt. Außer der Super Fliesenleger kommt gleich von Ganon. Der berühmte Super Fliesenleger. Der auch halb Mensch, halb Moblin ist. Der kam schon in Zelda 1 vor. Nein, 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 Leute, 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 ganz ruhig bleiben, ne? Wollen hier keine unnötigen Schäden verursachen. Aber ich habe ja gesagt, der Super Fliesenleger war schon wieder da. Das neue, alles gefliest schön. Fliesenschneider hat er natürlich selbst mitgebracht. Als Profi muss man das natürlich. Und schon, kann die Falle wieder zuschnappen. Ja, komm. Ich hab dich auch lieb. So. Machen wir mal. Damit wir hier durch können. So, ja, komm, wir kämpfen. Ach, komm. Hey. Extrem nervig.
wie ich gerade spiele. Unnötig viel Schaden bekommen. Sehr unaufmerksam. Moment mal, war das jetzt richtig? Ich habe das Gefühl, dass das nicht richtig ist. Egal. Öffne ich euch den Weg oder mache ich euch jetzt erstmal so kaputt? Einen habe ich schon mal erwischt. Du kommst noch zu mir, oder? Natürlich kommen sie zu mir. Irgendwann kommen sie alle zu mir. Das ist wie im wahren Leben. So, ja, die waren alle sehr geizig, sehe ich gerade. Ja, da ist doch ein Herz. Das ist doch schön. War das richtig? Nee, das ist nicht richtig. So ist richtig, glaube ich. So. Na komm, dich mache ich auch kaputt. Und dich mache ich auch kaputt. Dann haben wir gleich keine Schwierigkeit mit euch. Seid nämlich nur nervig. Was haben wir denn hier? Karte, Kompass. So, was sagt er denn? Hass, ich bin es der Doppel. Das ist ein guter Tat von mir. Ein Werfer, Edelstein, Mondfeil genannt, befindet sich in diesem Turm. Ja, danke schön. Soll ich es mal riskieren, diesen Einzug mit der Bombe? Ich kann das aber nicht, ne? Ich habe das nur einmal gesehen, aber. Ich habe das doch nie wirklich hinbekommen. Oh, so geht das schon mal nicht. Shit, ey. Ich wollte es auch nicht hochheben. Okay, das war schlecht. Ja, wir versuchen es nicht nochmal. Ich bin einfach zu unfähig dafür. Was heißt unfähig? Ich habe das nur einmal erst gesehen und wir haben auch zu wenig Energie. Obwohl, ich möchte es eigentlich nochmal ausprobieren. Schau nochmal nach. Wir nehmen eine Fee. Dieses Gebimmel geht mir auf den Nerven. Wir versuchen es nochmal. Aber diesmal machen wir es wirklich besser. So. Ja, so wird das nichts. Aber so verlieren wir wenigstens keine Energie, ne? Also schon mal. Ich sehe das auch hier sehr positiv, ne? Also. Muss ja nicht immer so negativ sein. Und auf dem Bildschirm mal gucken wäre auch nicht schlecht. Die Katze gegen die Wand. Oh, das war knapp. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so funktioniert. Das ist sowieso die andere Frage. So witzig gerade. Ich versuch's noch einmal. Also einmal wirklich so, dass ich da von der Wand abschalle. Wenn es dann nicht klappt, dann klappt's halt nicht. Oh, das war schade. Ich fand das sah gut aus. Guckt's bei einem Profi nochmal nach, dass dann seht ihr, wie das richtig funktioniert. So auf jeden Fall nicht. Wollte ich einmal glänzen, ne? Also das ist richtig schön. Aber ich, wie gesagt, ich habe es nur einmal gesehen und weiß auch tatsächlich gerade nicht, ob das wirklich so war, wie ich das irgendwie gerade dargestellt habe. Den wollen wir ja sowieso ein bisschen überziehen mit der Zeit, also. So, wo war das denn? War das hier das hier? Hehehe. That was the right hole. Ja. Wir sind sehr witzig heute. Richtigen Clown gefrühstückt. Mit roter Nase und allem drum und dran. Ja, da wären ganz viele tolle Sachen gewesen hier, ne? Hier super versteckt. Kann man den Wurm auch mit Fall und Bogen töten? Fragen über Fragen, die wir jetzt natürlich ausprobieren werden. So, ich sniper dich einfach von der Seite. Oh, der war nicht schlecht. Wie er mich genatzt hat. Habt ihr gesehen, wie er so getan hat, als ob er zu fett wäre, um da vorbeizukommen? Dann ist er da vorbeigekommen. Ich fass es. Gibt's doch gar nicht. Diesmal werde ich es besser machen. Ich werde ihn wegsnipern von da hinten.
Von hier nämlich. Oh, schon knapp. Komm her, du. Oh, so knapp. Oh nein, er will mich. Oh. Oi. Bin ich schon mal den Kopf getroffen. Das ist auch schon mal ein Erfolg. Er hasst mich. Er ist richtig brutal. Er ist richtig aggressiv. Er mag das nicht. Das ist... Oh shit. Oh shit. Oh nee, man kann ihn nicht. Ich habe es ausprobiert und ich habe gesehen, das klappt nicht. Also können wir jetzt ihn besiegen. Komm, beweg dich schnell. Oh, das war knapp. Werd mal wieder langsam. Nein. Oh! Puh. Oh, komm schon. Ich hab mich so konzentriert. Boah, jetzt muss ich echt wieder eine Fee benutzen. Weil es einfach nervig ist, ne? Dieses Gebimmel geht mir so richtig auf den Sack. Also jetzt fliegt die das rüber, das wäre witzig. Schade. Das wäre echt was zum Lachen gewesen, wenn die so jetzt zum Wurm geflogen wäre. So, haha. Wir sehen uns im nächsten Leben. Das Dumme ist, dass man den jetzt natürlich nochmal so oft treffen muss. Ja, richtig schwer ist der nämlich. Oh, wirklich? Seit wann wird man so weit weggeschleudert? Ich habe es echt nicht mehr lange gespielt. Also schon lange nicht mehr gespielt, ne? Da merkt man, dass ich das überhaupt nicht mehr so im Blick habe, wie der funktioniert und wie weit man weggeschleudert wird und ob es klug ist, überhaupt mit der Wirbelattacke da ranzugehen. Also ich will es zumindest nicht so weit kommen lassen, dass ich da die Klüge gleich benötige. Schade. Oh, komm, ich habe dich auch erwischt. Nein! Oh, das war knapp. Das war auch irgendwie strange. Ja. Oh, so knapp. Wow, ich habe, glaube ich, noch nie so viele Probleme gehabt bei diesem Boss. Ich werde alt. Ich werde richtig alt. Traurig, aber wahr. So. Wie machen wir es jetzt? Mit Zau. Was? Was ist mit ihm los? Habt ihr es gesehen? Das war strange. Ja, das ist witzig. Ein bisschen schon. Die können keine Pfeile abbekommen. So, wie viel zieht er immer ab? Ein Herzchen, ne? Tja, das wäre schon bitter, wenn ich jetzt hier Game Over geben würde bei dem Boss. Das möchte ich nicht, ehrlich gesagt. Jetzt lauert der da auch so, ne? Okay, einmal. Zweimal. Verkrümel dich ruhig da in die Ecke. Kein Problem mit. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Oh, das war knapp. Ich war auch fast gestorben. Okay, wir müssen echt jetzt mal uns ein paar Leben holen. Ansonsten nimmt das hier noch ein schlechtes Ende. Das machen wir jetzt auch mal. Dammit, ey, dammit! Ist ja peinlich. Jetzt sind die Gegner. Okay. Sind wahrscheinlich auch keine mehr. Nix für mich hier, ne? Nix für mich da. Wir sind echt nochmal hoch und runter. Und machen das hier so hoch. Das hier hoch.
Das war eigentlich klar, gar kein schlechter Versuch, ne? Also, er wäre ja auch fast gestorben. Ich glaube, ein Schlag hätte noch gefehlt. Aber, ja, war einfach schlecht gespielt. Ich will auf keinen Fall sterben. Das möchte ich nicht. Ich bin bei meinem ersten Mal durchspielen gestorben. Diesmal möchte ich das doch vermeiden. Was machst du da? So. Du stirbst. Was, wie schnell er ist? Hab ich gesehen, was für ein Turbo der bekommen hat. Jetzt reicht's aber auch langsam. Als ob die mich alle trollen wollen. Banzai! Dann so eine Aktion, ne? Einfach mal auf den Wurm springen. Ja, okay, das war doof. Da wollte ich einfach nur so Harakiri. Harakiri wollte ich da einfach machen. So. Wir können ja Wetten abschließen. Wir können ja Wetten abschließen. Ich sage, ich schaff's jetzt auf jeden Fall. Ich könnte jetzt so, keine Ahnung, mit wem ihr da schaut, so könnt ihr jetzt Wetten abschließen, ob ich's. Ey, das ist geil, das finde ich geil. Könnt ihr jetzt Wetten abschließen. Schafft das oder schafft das nicht? Ich sage, ich schaffe es. Das ist nämlich easy. Easy ist das. Oh nein, ich schaff's doch nicht. Oh. Das macht mich traurig. Kommen da immer wieder neue Herzchen? Das wäre natürlich schon ein bisschen witzig. Oh oh. Sechster Stock. Ach, da liegt das. Oh nein. Wenn er langsam ist, ist kein Problem. Ich hab dich erwischt, wollte ich auch sagen. Oh, da habe ich dich auch erwischt. So. Nein, so knapp. Och Mann. Was ist denn los hier? Ist irgendwie der Wurm drin. Juhu. Das werde ich als Videobeschreibung auf jeden Fall benutzen. Wenn ich es nicht wieder vergessen habe, wenn es soweit ist. Hm. Fehlte wieder ein Schlag, ne? Ich hab den echt nicht so schwer in Erinnerung. Aber wahrscheinlich muss man auch gar nicht diese Wirbelattacke benutzen, kann das sein? Ich glaube, normale Schläge. Was heißt denn aus? Was zum Teufel? Ja, ein paar Herzchen sind hier noch versteckt. Freuen uns alle darüber. So. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, zweimal. Viermal. Fünfmal. Das war knapp. Wow. Ich bin tatsächlich ein wenig erleichtert, dass ich das noch irgendwie hinbekommen habe. Ohne irgendwie zu sterben oder eine Fee zu benutzen oder was weiß ich. Aber es war wirklich nicht meine beste Großtat hier. Ah, das ist ein bisschen peinlich, ne? Wenn das mein 7 Jahre jüngeres Ich sehen will, wird sich ja die Haare rausreißen. Wäre das beim ersten Mal durchspielen passiert, hätte ich bestimmt nicht so viele Abonnenten bekommen. Nein, das glaube ich nicht, aber gut. Was machen wir? Wir haben eigentlich noch ein bisschen Zeit. Hm. Machen wir 3 Teile daraus? Ich glaube, das ist klug. Dann holen wir jetzt noch das Schwert und dann... ich glaube, das ist wirklich klug. Das ist falsch hier, oder? Ich muss nochmal nachschauen. Ich bin mir gesagt nicht sicher, wohin mich dieser Weg führt. Okay. Das war doch richtig.
Ja. So. Ach, das war ein cooler Kampf. Haha, ich habe vorab gebremst. Ich kannte diese Höhle noch. Nee, ich möchte da raus. So. Guck mal. Spür meinen Zorn, meine Wut. Meine Wut vor meiner eigenen Leistung. Die sind auch geil. Was sagen die nochmal? Ritsch, merkwürdig, wie sich der Baum beim Segen anfühlt. Vorsicht, Hase, der seltsame Nebel im Wald ist wirklich unheimlich. Hehe, wir müssen da zum Kieferorthopäden. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das normal. Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Was war denn hier nochmal? Ich glaube, so ein Einkauf. Oh, nee, das machen wir natürlich hier. 100 Rubine? Okay. Da geht das Geld weg vom für den Affen und wir nehmen natürlich rechts, weil es immer rechts ist. Ja, das zum Thema. Ich habe kein Glück. Ja, genau. Ich bin eigentlich über dir, aber das juckt mich nicht. Scheiß auf Physik. Was haben wir denn hier jetzt? Gehen wir richtig? Gehen wir denn richtig, Leute? Kommt noch ein Dieb gleich? Weiß ich nicht. So. Hallo, Leute. Eigentlich möchte ich das Schwert nicht ziehen, denn dann ist die schöne Musik weg. Aber wenn die große Zerstörung naht, wird ein Held kommen, der drei Amulette trägt. Er wird das Schwert ziehen können, denn er ist ein Nachfahre der tapferen Ritter, die mit den Pegasusstiefeln immer vor dem Bösen geflüchtet sind. Oh. Hase, ich bin es. Sahasrara. Ich kann es kaum glauben, dass du tatsächlich das Masterschwert errungen hast. Ich glaube, dass du mit diesem glänzenden Schwert die böse Macht des Zauberers niederschmettern kannst. Das Schicksal dieses Landes liegt in deinen Händen. Ich habe Vertrauen in dich. Cool. So, dann machen wir hier Pause kurz. Und sehen uns das nächste Mal wieder. Bis denn.